Wild, und ich hoffe, es läuft jetzt wieder bei dir, Milne. Ja, man muss ja dazu sagen, ne? Also als der Pizzamann geklingelt hat, das war natürlich perfektes Timing erstmal von uns beiden. Auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich in meiner vorausschauenden Art und Weise einfach mal überall schnell auf Ja geklickt, ne? Damit ich gleich das Replay laden kann. Aber ich habe halt überall auf Ja geklickt, was irgendwie der Fehler war. Aber jetzt funktioniert alles bestens. Ich bin auf einer Minute. Die Pizza steht hier neben mir. Ich hoffe, dass die beiden mich jetzt nicht dazu zwingen, kalte Pizza zu essen, sondern wenigstens noch halbwegs lauwarme. Aber das werden wir jetzt dann im Laufe des weiteren Abends erfahren. Ich hoffe, euch gefällt's bis jetzt. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft treu bleibt quasi und Back to Warcraft weiterverfolgt. Denn wir sind ja erst bei Platz 77 der 100 besten Replays aller Zeiten. Das heißt, es kommen noch 76 weitere. Das sind, wenn man das grob durch drei teilt, noch sehr viele Abende und sehr viele Wochen. Deswegen folgt uns auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Back to Warcraft müsste es auf Facebook sein. Auf Twitter bin ich mir nicht sicher, aber das Auch ist Back auch to Back to Warcraft. Warcraft und auf YouTube auch Back to Warcraft. Also ihr könnt euch da quasi überall uns anschließen. Ihr könnt hier auf Twitch natürlich auch den Follow-Button drücken, was uns sehr freuen würde. Und ja, dann seid ihr immer ja, aktuell und wisst, wann wer was casten wird. Denn auf den sozialen Netzwerken werden wir das euch immer rechtzeitig mitteilen. Also wenn ihr das nicht getan habt bis jetzt, tut es spätestens nach diesem Cast. Und das wäre spätestens nach dieser Map. Und die wird sein Platz 77, Like gegen Infi auf Twisted Meadows. Ja, ganz genau. Patch 1.24, wir hatten es kurz erwähnt, aus der NSL. Ich glaube, das ist eine koreanische Liga gewesen, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Aus dem Jahr 2010, also Human gegen Ork. Wir zeigen euch auch mal kurz die Patch Notes. 1.24, bei den Humans sind die Ivory Tower noch günstiger. Die Riflemen haben weniger HP. Das Masonry-Upgrade ist immer noch stärker. Bei den Orks sieht es so aus, dass Windwalk noch länger hält, Endsnare, der Cooldown kürzer ist, und Spirit Wolves auf Level 1 weniger XP geben. Außerdem gibt das Tomb of Experience weniger XP für alle Rassen. Und ich glaube, wir wollen da gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir springen einfach direkt ins Game, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Ja, genau. Ja, bitte. Twisted Meadows. Ich bin gerade noch ein bisschen, weißt du, mir steigt dieser Pizzageruch in die Nase und das betäubt immer meine Sinne. Ja, pass auf, dann beißt du doch das erste Stück schon mal ab und ich Ja, sinke und du machst einen nebenher. Sync. Genau. Wunderbar. Super geil. So, wir sind alle auf einer Minute angekommen. Und dann starten wir das Spiel in 5, 4, 3, 2, 1, Sync. Wir haben jetzt hier links unten den Human-Spieler Infi. Von World Elite in, ja, ist es hellblau oder türkis, ich bin mir nicht ganz sicher, mit der Standard-BO, Archmage und dann der Barracks. Und auf der anderen Seite links oben auf Twisted Meadows, auch von World Elite, also ein clan-internes Match, der Ork-Spieler Like mit einem Blademaster, auch das ist da mittlerweile schon Standard geworden. Auch er hat hier eine Barracks im Bau, also Blademaster mit Grunts wird es sein, wird wahrscheinlich einen relativ schnellen Harris geben und ich bin mal gespannt. Close Posey finde ich immer ganz schön, weil da ein bisschen mehr Action ist und vor allen Dingen ist die Close Posey so, dass selbst wenn der Archmage jetzt hier den kurzen Creep Spot macht, hier an dem Goblin Laboratory, der Blade Master relativ schnell da ist. Er hat jetzt auch schon schön gescoutet, also hat da ein bisschen Glück gehabt, versucht jetzt noch zu verzögern. Da kommt nämlich jetzt hier einfach 3, 6, 8 Militia einfach dazu gerannt, einfach noch keine Footies dabei und versucht jetzt hier natürlich ganz, ganz schnell zu creepen, um vor allen Dingen den Tomb of Experience und das dicke Item abzusahen. Der Blade Master ist noch nicht aus dem Altar gekommen. Xi Jing Yan Shuma wird da gesagt. Ich bin eigentlich auch der Meinung. Und der Rock Golem fällt jetzt hier. Welches Item sehen wir? Loot of Accuracy. Ja, gut. Oh. Ja, gut. Ja. Ja. Ist vielleicht am Anfang gar nicht so schlecht für die Water Elementals. Wird er dann im späteren Verlauf aber wahrscheinlich verkaufen. Level 3 jetzt hier auf dem Archmage. Es könnte Level 2 auf dem Archmage. Es könnte Level 3 werden, glaube ich, wenn dann Tomb of Lob. Genau. Da ist der Blade Master jetzt da, holt sich den ersten Person. Den zweiten wird er in jedem Falle auch kriegen. Muss jetzt hier mit dem Grunt ein bisschen aufpassen, dass er nicht am Anfang direkt zu viel Damage zieht. Der zweite Person geht jetzt auf jeden Fall down. Und ich denke mal, einen Tower werden wir gleich bei Infi sehen, damit dieses Geharrister nicht weitergeht.
Das Water Elemental muss ein bisschen aufpassen, wird nicht zurückgezogen. Ah, fast der Deny, aber das ist auch schön gemacht von Like, also schon halbe Stufe bis zu Level 2 auf dem Blade Master. Der Grunt muss jetzt hier aber zurückgezogen werden, er kriegt ein bisschen viel Damage. Jetzt zieht sich Infi auch sofort zurück, der weiß natürlich, der Blade Master, der will mich einfach nur schnetzeln, deswegen laufe ich einfach direkt weg und Like macht das hier ganz schön, verkauft sein TP, kauft eine Circlet of Nobility, um einfach mehr Damage Output am Anfang direkt zu haben. Ja, so sieht's aus. Und bald ist natürlich auch 19 Uhr, das heißt, es gibt Boots of Speed und da ist Like schon ganz scharf drauf. Infi auf der anderen Seite braucht die natürlich unbedingt, um hier gegen den Blade Master immer so ein bisschen weglaufen zu können. Jetzt kommt der Grunt auch noch von hinten dazu. Dazu kommt der zweite Grunt. Also das mit dem Creepspot hier kann sich Infi wahrscheinlich knicken. Wenn er jetzt zum Shop rüberläuft, dann kriegt er die 19 Uhr Boots. Dann muss Infi erstmal ja, ein Stückchen weiterlaufen zum anderen Shop, damit er sich da welche holen kann. Kriegt jetzt hier auch das Water Elemental. Das ist relativ geil. Dust und Boots of Speed jetzt hier auf dem Archmage, also den Vorteil in Anführungsstrichen hat er schon mal. Und jetzt kann er hier auch ganz entspannt den Blade Master weglaufen. Der kommt nicht mal mit dem Windwalk, wenn ich mich nicht täusche, auf Level 1 hinterher, oder? Ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, Boots of Speed sind da, geben genug Movement Speed. Der eine Grunt ist jetzt hier auch schon auf unter 200 HP down. Also es macht Infi hier eigentlich ziemlich gut. Der Blade Master hat auch schon relativ viel HP verloren, auf 230 runter. Der kann da jetzt gar nicht mehr so lange harassen. Der muss jetzt nur aufpassen, dass er nicht zu krass gecreepjackt wird, wie das jetzt gerade der Fall ist. Wie lange läuft Windwalk noch? Also den kann nicht auf den dicken Knoll warten. Sahnt jetzt hier den kleinen ab. Damit fast Level 2. Militia kommen jetzt auch dazu. Das Water Elemental wird vielleicht gleich sogar fallen. Ne, wird nicht mehr fallen. Also der Fokus wird gewechselt. Und der Blade Master wird jetzt hier schön angegangen. Das macht er schön mit Militia und einem Archmage. Geht er auf den Blade Master, um ihn hier irgendwie in die Weite zu schlagen. Mit den Grunts bleibt Infi, bleibt Like, aber da kriegt jetzt vielleicht sogar nochmal einen Militia. Ne, kriegt er nicht. Also schön gemacht. Also klar, war ein Creepcheck, aber gar nicht so effektiv, wenn man es mal durchrechnet. Nee, also Like hat hier nicht wirklich was bekommen. Klar, den einen kleinen Creep hat er bekommen, dadurch natürlich weitere XP. Fast Level 2 jetzt auf dem Blade Master, hat sich jetzt hier mit Healing Selves und einer Clarity eingedeckt, um den Archmage und den einen Grunt ein bisschen hochzuheilen. Könnte jetzt, wenn er wollte, vielleicht selber schnell den Creep machen, um hier das Item zu holen, aber er will wahrscheinlich lieber weiter Creep checken. Denn hier auf Twisted Meadows gibt es halt 4 Gnoll Overseer und jeder dieser Gnoll Overseer ist eine potenzielle Claw plus 6 oder eine Glass of Haste. Ja, und da holt sich Like direkt mal die vor der Haustür von Like. Like die vor der Haustür von Infi. So rum. Mal schauen, ob er sie kriegt oder nicht. Ja, eine Glass of Haste. Da wird er sich freuen. Und Infi macht jetzt seinerseits den berühmten Borrow-Go. Auch wenn er noch ein bisschen früh ist. Normalerweise macht man den auf Tier 2 mit einem Beastmaster. Aber ja, er will hier direkt verhindern, dass Like großartig weiter produzieren kann. Denn dafür braucht er halt diesen Borrow. Der Shadowhunter als Second Hero ist schon im Bau bei Like. Ja, vor allen Dingen verhindert Infi mit diesem Go ganz schön, dass die Tier 2 Buildings abgehen von Like, weil die braucht er auf jeden Fall. Shadowhunter etwas untypisch, wenn ich das so sagen darf. Bro, muss jetzt hier repariert werden mit allem Mann, sind sie da drauf, und der geht trotzdem dran. Also richtig stark von Infi, schön gemacht. Jetzt wird hier die Spirit Lodge trotzdem hochgezogen, sofort abgebrochen. Surround auf das Water Elemental. Like versucht hier irgendwie jeglichen Schaden abzuwenden. Jetzt ist auch der Beastmaster da mit seinem Quillbeast. Der Shadowhunter muss sich sofort zurückziehen, aber schön die Boros jetzt alle vollgestopft hier und schießen auf die Footies drauf. Direkt mal ein Hex hier, jetzt ist der Eingang auch zu. Also der Beastmaster muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich sogar die Pions dazu nimmt. Der Shadowhunter muss aufpassen, sieht nochmal eine Potion of Healing. Jetzt geht's hier auf den Beastmaster drauf, der wird auf jeden Fall keine Potion mehr übergeben werden. Windwalk, warum fokust der denn nicht? Warum killt er den denn nicht? Oh. Jetzt hat er ihn endlich gekriegt, verliert dafür, aber eigentlich verdientermaßen in Shadowhunter, muss man einfach sagen, die Footies kriegt er alle noch zurückgezogen, direkt eine Scroll of Healing hier gezogen in seiner eigenen Base. Also Infi hat das stark gemacht, hat hier lange die Tier 2 Buildings delayen können, also richtig gut gemacht. Die Spirit Lodge wird jetzt sogar außerhalb der Base hochgezogen. Starker Go. Ja, ein bisschen besser, also teilweise besser für Like war es deswegen, weil der Shadowhunter die XP für den Beastmaster bekommen hat, aber nicht andersrum. Das ist ein kleiner Vorteil. Er hat jetzt hier fast Level 3 auf seinem Blade Master, allerdings ist hier schon der Level
Nee, noch nicht Level 3 Archmage, aber wir sehen hier drei Ivory Tower. Der Beastmaster ist natürlich wieder mit am Start. Wird sich jetzt noch eine Clarity gönnen, beschwört hier direkt einen Quillbeast. Und ja, jetzt gibt's auch Militia und da wird direkt der Tower-Go angesetzt. Ein Quillbeast schaut sich das hier in der Mainbase von Like noch ein bisschen mit an. Der hat halt jetzt erst den Burrow wieder. Keine Tier 2 Buildings, bis jetzt. Zumindest noch nicht fertig. Die Spirit Lodge wurde hier ganz weit außerhalb gebaut. Eine gute Entscheidung von Like. Das Beastry ist aber auch noch nicht ab. Der Blader hat sich das gerade, glaube ich, angeschaut. Also der müsste wissen, was hier gleich kommt. Ja, er hat's gesehen. Also der baut gerade schon Demolisher, ein Tower wird auch gerade gebaut. Also der weiß, was da los ist, macht eigentlich alles richtig. Die Frage ist jetzt, ob Infi das überhaupt durchzieht und stattdessen lieber Echsen geht. Könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist, den Ork sozusagen dazu zu bringen, sich vollkommen auf den Tower Rush vorzubereiten und dann einfach eine Echse zu bauen. Aber der Blademaster ist dann natürlich trotzdem am Start und schnetzelt hier schon den ersten Priest hinten drin. Also er weiß auf jeden Fall, dass der Tower Rush fürs Erste zumindest abgewehrt ist. Ja, den Demolisher hat er auch sofort abgebrochen. Eine gute Entscheidung, muss man sagen. Also schönes Hin und Her, beide schenken sich da kaum etwas. Jetzt geht's hier auf den gelben Creepspot. Der Ogre-Magi wird gleich angegangen werden. Das ist der Interessante. Der hat nämlich das Item und der Blademaster versucht auch so lange zu warten. Da sehen wir jetzt die Exe, die Tower werden gedroppt. Aber der hat Invis. Oh, so gut von Invis. Ja, richtig stark gemacht. Er hat zwar trotzdem das Item verloren, was ich nicht verstehe, aber theoretisch war es stark gemacht von Invis. Ja, also ich dachte eigentlich, dass er so tut, als würde er ihn nicht sehen und dann sozusagen im letzten Moment stoppt. Ich habe aber nicht genau gesehen, wer die Experience gekriegt hat, aber Boots of Speed sind auf jeden Fall an den Blademaster gegangen, das ist auf jeden Fall ganz nett. Der Shadowhunter hat jetzt auch gecreept, nochmal Glass of Face bekommen, die wird er wahrscheinlich gleich übergeben und dann selbst an der Echse creepen. Infi läuft aber jetzt schon weiter, direkt zum nächsten gelben Spot, also er möchte hier relativ schnell eine Level 3... wie heißt er nochmal, Beastmaster dazu bekommen für die Hawks, für die stärkeren Quillbees, um einfach noch mehr Meat Shield, um noch mehr Damage Output zu haben. Ja, damit könntest du wohl recht haben. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass Like hier gerade mit Blademaster creept, hat hier natürlich ein richtig starkes Item gerade für den Shadowhunter gefunden. Pendant of Energy. Trotzdem frage ich mich, was der Blademaster da macht. Also, der sollte halt eigentlich den Shadowhunter alleine creepen lassen, damit der einfach schnellstmöglich Level 3 wird. Für die Level 2 Healing Wave, das braucht er halt unbedingt. Und Like, der wird doch da jetzt nicht exen an der Posi, oder? Ja, vielleicht schon, weil Infi das vielleicht nicht unbedingt erwartet. Er tötet es hier sogar das Schaf. Und er baut echt eine Echse. Der baut eine Echse. Also finde ich keine schlechte Idee eigentlich. Ist vor allen Dingen auch deswegen ganz gut, weil wenn der Human gezwungen ist, auf der nahen Posi Go zu machen, kann der Ork mit seiner schnellen Armee relativ gut reagieren. Also er ist immer relativ fix bei seiner eigenen Echse. Also keine schlechte Idee. Was haben wir jetzt hier für ein Item beim Creep? Potion of Greater Mana. Und Level 3 auf dem Shadowhunter. Das haut rein, würde ich sagen. Gratulation dazu. Oh Mann, ey, das ist halt unendlich Mana für Like. Der Shadowhunter wird in möglichen Fight einfach so viele Healing Waves raushauen. Der Beastmaster hatte hier eine Claws of Attack und eine Scroll of the Beast am Start und zieht jetzt hier direkt eine Inbu Potion. Interessant, jetzt kommt es ja auch zum Fight. Die ersten Ensnares fliegen da durch, die Spirit Walker sind auch mit dabei. Da kann gleich Spirit Link gecastet werden. Jetzt hier ein bisschen unglücklich von den Forest Troll Trappern kam es auch zweimal Ensnare auf Grunts. Da sollte Infi vielleicht sogar überlegen reinzugehen. Nee, geht zurück in die Base. Was gibt's jetzt hier? Rune Bracers. Ja, das ist halt ganz mega crap in dem Matchup. Ja. Zumindest unter der Konstellation, dass es halt einfach keinen Mountain King gibt. Wird auch direkt verkauft. Und da gibt's noch einen TP für den Shadowhunter. Die Kodo ist mit dabei. Also Like bereitet sich hier auf einen dicken Kampf vor. Und der wird auch, denke ich, relativ gut für ihn. Allerdings scoutet Infi die Echse und schickt da auch zwei Water Elementals hin, zumindest mal eins. Aber die machen auch gerade nicht so viel. Und Like macht jetzt hier den Go auf die Echse von Infi. Ja, muss sich aber zurückziehen, das CP kam auch sofort relativ defensiv, aber gegen die Tower, die sind halt so schön gestellt, dass er gut repairen kann und das nicht unterbrochen wird. Aber jetzt, Like hat sich jetzt entschieden, wenn er einfach TP'd, dann gehe ich doch einfach in seine Base. Also gar kein Ding. Attackiert jetzt hier schön den Shop, es ist immer eine gute Idee. Nee, entscheidet sich jetzt um für ein Arcane Sanctum, ist auch eine gute Idee. Also versucht hier jetzt die Produktion ein bisschen zu unterbrechen, vor allen Dingen da, wo das Upgrade ist. Also das riecht er richtig gut. Sorcerer's Adept Training läuft hier nämlich gerade durch. Das wird er auch nicht durchbekommen. Ich weiß nicht, ob er Pillage
erforscht hat. Können wir das mal Doch kurz nicht, erforschen? Er macht's gerade. Ah, er macht's gerade. Keine ja, schlechte ja. Idee. Das zweite Kennzeichnung wird er auch vielleicht kriegen. Das muss er dann an der Echse wahrscheinlich sogar aufbauen. Die Echse von Like wird aber gecancelt. Die muss er zumindest canceln. Ich weiß nicht, ob er darauf gerade achtet. Ich bin da gerade mal drauf. Oh, ja. Hat er gecancelt. Ganz, ganz knappe Geschichte. Siehst du den? Da ist ein Goblin-Zapper. Ja, da wollte er richtig gemein sein, aber Like ein bisschen outsmarted, schöner ein Snare hier nochmal auf den Spellbreaker gemacht. Also ganz, ganz schöne, ganz schöner Go, muss man sagen. Und Infi kann hier eigentlich nicht reagieren, er kann hier nicht kämpfen und verliert jetzt hier ein Gebäude nach dem anderen in seiner eigenen Base. Ja, das sieht gerade gar nicht so gut aus. Jetzt holt er sich hier auch am Mercenary Camp einen Ogre-Mauler und einen Forest-Rubber-Berserker, damit er da einfach ein bisschen Army hat. Tech hier auch schon auf Tier 3, der Tech ist auch bald durch, muss jetzt hier aber erstmal das mögliche Castle reparieren. Jetzt kommt sie auch direkt zum Fight-Spirit-Link, direkt schon geklaut von den wo wurde das geklaut? Ich weiß es gar nicht. Ein Spellbreaker ist dabei, genau. Aber der wurde direkt auch gefressen von der Kodo und der Zapper, ist der jetzt gerade da echt reingedonnert? Ja, der Zapper ist hier gerade in den Raider reingerannt. Ein bisschen komisch. Der Blade Master steht da vorne richtig gut drin. Die Healing Wave vom Shadow Hunter haut auch richtig gut rein. Jetzt geht's hier auf die Ward Elementals. Großer Mana Potion wurde jetzt hier benutzt. Schön vorher noch den Pen gedroppt. Und jetzt könnt ihr oben direkt auf den Beastmaster gehen. Der ist entsnärt, wird hier surrounded und wird direkt im Fokus. Die nächste Healing Wave rockt hier richtig gut rein. Also das sieht gut aus für Like. Er killt hier den Beastmaster. Der geht in dem Moment down, aber relativ viel Slow hier drauf. Überall sind Militia mit dabei. Nochmal die Healing Wave richtig schön gemacht. Und da müsste er eigentlich wegkommen mit Blade Master und Konsorten. Ich weiß nicht, das sieht so schlecht aus für Infi. Ja, aber gut, er hat die Echse. Er konnte die Echse von Lai kicken und seine eigene läuft. Also das ist gar nicht so schlecht. Tier 3 jetzt angekommen, wahrscheinlich werden da gleich Griffins geaddet. Dann finde ich, sieht es nämlich gar nicht mehr so schlecht aus, wenn man mal ehrlich ist. Und Supply-Zahlen, 52 Supply bei Like, ist jetzt also gerade über 50 Supply ohne Echse, 60 Supply bei Infi, geht aber jetzt hier wieder in den nächsten Kampf rein, schön ein Snare auf das Quillbeast, wird sofort gefokust, der erste Grunt geht jetzt hier auch da, nein, nochmal schöne Healing Wave draufgezogen, jetzt muss hier vielleicht der Footy auch zurückgezogen werden, der stirbt aber auf jeden Fall, der Raider wird hier angegangen mit den Militias, die jetzt von hinten auch noch reinrennen, das ganze Slow, da kann er jetzt nur Dispel, macht er auch richtig schön, jetzt haben wir sogar noch einen Goblin Zeppelin dabei, also dieser Kampf, der sieht für Infi einfach richtig stark aus, andererseits der Weltmasters Snatchelt da richtig schön rein mit den zwei Gloves of Face, pumpt da richtig Damage raus. Jetzt mal Ensnare hier auf den Archmage, das ist vielleicht auch die einzige Chance. Der hat kein Potion, der hat kein TP. Nochmal Ensnare, der geht jetzt hier einfach down. Schöner Fokus, das war die einzige Chance, die er hatte. Und immer wieder mit Ensnare verhindert, dass der Archmage eingeladen wird in den Goblin Zeppelin. Jetzt kriegt er hier sogar nochmal ein Water Elemental. Also keine, wenn ich das richtig sehe, ja keine Einheit, keine Helden mehr. Bei dem Human-Spieler Infi, jetzt wird der Ogre Mauler auch nochmal angegangen, schön ensnared. Und der Blade Master steht hinten in den Castern drin. Den nächsten Priest kriegt er da auch nochmal 192er Critical Strike. Und vorne werden jetzt die Meat Shields so nach und nach auseinandergenommen. Vielleicht haben wir gleich nochmal, keine Healing Wave mehr hier vom Shadow Hunter bei Like. Der Blade Master ist jetzt mittlerweile auch Level 5 geworden, damit Level 3 Critical Strike, 156er nochmal rausgehauen und einen Spellbreaker bekommen. Also das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Obwohl er da sozusagen im Hintertreffen war, hat er den Kampf hier richtig schön gedreht und geht jetzt hier einfach aufs Castle und denkt sich, ich hab Pillage. Aber der Blade Master muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, hat kein TP, muss sich zurückziehen auf 190 HP runter, dreht sich trotzdem nochmal um, also denkt sich, den Footman, den nehme ich dann trotzdem noch mit, wird jetzt hier wahrscheinlich gleich einfach zurückgehen, hoffentlich. Oh, vielleicht. Was macht der Blader denn da? Oh Mann, ey, das ist halt so knapp, ne? Jetzt geht's hier direkt auf den Altar of Kings, in dem der Archmage wiederbelebt werden soll. Aber ob das durchgeht, weiß ich nicht. Jetzt endlich wieder eine Healing Wave hier auf dem Shadowhunter. Aber er sollte sich jetzt dann einfach gleich raus-TP'en, wenn er den Altar gekickt hat. Ja, und das wird er auch machen. Ja. Da verliert er einen Grunt. Genau. Like jetzt aber auch mit dem Fortress am Start. Also auch der Tier 3-Tech hier bei ihm. Was meinst du? Der Kampf sah doch relativ gut aus für Like, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Supply-Zahlen 36 Supply bei Infi, der hatte vor dem Kampf mehr als 60 Supply, 50 Supply bei Like, der hat also effektiv nur 6 Supply verloren und hat dann aber auch noch den Archmage gekickt, den Altar gekickt. Was hat er noch mitgenommen? Zwei Gebäude oder so hat er, glaube ich, noch mitgenommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, Kane-Sanken. Genau, also da schon relativ stark gemacht und das sieht jetzt wieder ein bisschen offener aus. Trotzdem muss er irgendwie schauen, dass er hier seine Echse hochgezogen bekommt. Er bleibt jetzt natürlich im No-Upkeep mit 50 Supply. Aber er hat auch nur noch 2500 Gold in seiner Goldmine. Also da muss er jetzt zusehen, dass er da das irgendwie ändert. Ja, und das, als hätte er dich gehört, ne? Holt er sich hier direkt die Tiny Great Hall und das wäre jetzt auch mein Ding gewesen. Bring deinen Shadowhunter auf Level 5. Creep hier die Echse, die quasi
weiter weg ist von Likes, von Infis Mainbase, eine Tiny Great Hall hinstellen und alles ist gut, dann bekommt der Shadowhunter hier locker Level 5, damit Level 3 Healing Wave, und da ist es auch schon soweit. Noch ein Tome of Strength für den Blade Master, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber er kann hier in Ruhe seine Echse hinstellen. Was gab's als Item? Claws of Attack plus 9. Claws plus 9 für den Blader. Mann, Mann, Mann. Ja, der wird jetzt die Gauntlets auf jeden Fall verkaufen oder übergeben. Und dann schon plus 16 Damage Output und dann inklusive der 2 Gloves of Haste. Kann das richtig bitter werden. Mittlerweile auch schon zur Hälfte bis zu Level 6. Der Archmage hier jetzt Invis kommt der ganzen Armee entgegen. Der riecht einfach, dass hier die Echse hochgezogen wird. Aber da kann er diesmal gar nichts machen. Ich weiß nicht, hat er umgeskillt vielleicht auf Blizzard? Aber Level 3 lohnt sich da wahrscheinlich noch nicht. Wird jetzt hier mit dem Mortal Elemental ein bisschen Go machen, versuchen die Echse zumindest zu delayen oder den Output zu delayen. Der Ork bleibt aber einfach dabei, er creept sich jetzt hier hoch. Flute of Accuracy wird wahrscheinlich sofort verkauft werden, ist ja einfach witzlos, genau. Bisschen Gold noch mitnehmen, Tomb of Intelligence plus 2 für den Shadowhunter. Sagen wir mal so, ganz nett, keine große Auswirkung. Und wie gesagt, da steht jetzt Infi drin mit seinem Water Elemental, hat sich da ein bisschen selbst surrounded, aber wen interessiert das schon? Das Burrow wird er jetzt hier kicken und dann den einen oder anderen Pion noch mitnehmen. Aber die Echse läuft zumindest, so viel kann man sagen. Hat der ein TP? Ja, er hat ein TP, also wird auf jeden Fall wegkommen. Kein Problem, nutzt jetzt sogar nur den Staff of Teleportation, kommt in jedem Falle raus. Der Tower wird hier sogar nochmal abgebrochen, mit dem Quilby ist richtig schön gemacht. Mittlerweile sogar das Upgrade erforscht. Oh, das wird sogar noch ein zweites Mal abgebrochen. Das ist halt richtig teuer. Hier mit dem Tower. Ärgerlich, ärgerlich. Wie viel haben wir? Sind auch immer noch auf 50 Supply. Also Like versucht jetzt hier wirklich jeden Cent zu sparen. Das könnte in die Hose gehen. Ja, vor allem, weil Infi halt einfach durchdrückt, ne? Ich weiß zwar nicht, was er baut. Er hat sich jetzt nochmal einen Forestry Berserker geholt. Weil er hat halt keine Producing Buildings mehr, oder? Sehe ich sie einfach nur nicht. Nee. Ich sehe auch keine. Ja, er baut jetzt gerade ein Arcane Sanctum. Während Lai jetzt noch ein bisschen weiter creept. Er hat halt zwei Scrolls of Healing. Er kann sich jetzt, wenn er will, gleich. Oh, und ein Tome of X. Und ne. Oh Mann, ey. Scorch Bone Chimes plus Tome of Experience für den Ork. Besser geht es nicht. Punkt. Es geht nicht besser. Er kann sich gleich noch den Orb of Lightning holen. Shop für seinen Blade Master und jetzt wird er hier kurz diesen Go mal abwehren. Der Archmage muss sich hier direkt raus tippen und wenn er Pech hat, den Zeppelin kann er nicht mehr entsnähern, verliert er da noch mehr, wollte ich sagen. Ja. Infi schickt jetzt hier sogar zwei Peasants nochmal auf die ursprüngliche Echsenposition des Ork-Spielers. Zieht er da eine zweite Echse hoch? Ne, eher ein Tower. Ja gut, wenn genug Tower da stehen, wird er wahrscheinlich sogar dann noch da Echsen. Aber erstmal ist das, denke ich, eher zur Abwehr, dass das Like da nicht unbemerkt noch eine zweite Echse hochzieht. Mittlerweile ist der auch über 50 Supply gegangen, 54 Supply nämlich jetzt, baut auch noch ein zweites Bestiary. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnten entweder Raider sein, um halt auf Base Race zu gehen und Pillage noch besser ausnutzen zu können. Vor allen Dingen dann auch für den Damage gegen die Caster. Oder wir sehen gleich eher. Aber ich denke eher nicht, er baut jetzt gerade auch noch Raider, deswegen denke ich da nicht. Schön hier nochmal ein Footy in der Mitte abgegriffen mit Ensnären. Quilbys bekommt er auch noch, also ganz nett gemacht. Ha, gute Idee von Like, muss man einfach mal sagen. Er hatte gedacht, wenn da schon so viele Einheiten rumrennen, vielleicht ist da noch der Invis Archmage, hat deswegen gescannt. Ja. Da war aber nichts los und jetzt wird er sich hier in die Base bewegen und einen Workshop finden. Und einen Paladin finden. Aber der Workshop wird in keinem Fall hochgehen. Genau, wird jetzt hier sofort abgebrochen. Den zweiten Peasant bekommt er auch noch. Jetzt fokussiert er hier wieder das Castle. Wird sofort wieder geslowed, gedispelt. Also da wird er auf jeden Fall nicht viel holen können. Und dann, ja, geiler Spruch, Janis, ne? Ich um meine Wortspiele. Ich denke eher nicht. Wird jetzt wahrscheinlich sich eher genau Richtung Echse bewegen. Da stehen nur drei Tower an der Zahl, also die wird er eher down kriegen. Schön mit dem Blade Master jetzt rein. Und wenn er sich jetzt hier zwei Peasants mitnehmen würde, hätte er Level 6 und könnte dann auch einen schönen Wirbelwind hier reinhauen. Aber das interessiert ihn jetzt nicht. Jetzt kommt direkt auch das CP von Infi vorne rein. Ah, das ist schon ein bisschen eklig. Er muss halt hier irgendwie
Er kann halt nicht wirklich was machen, ne? Es stehen halt überall so viele Tower einfach. Beziehungsweise die Buildings stehen halt so, dass er nicht wirklich an die Tower hinkommt. Er hat halt keine Demolisher oder sowas. Aber siehst du, was Like für ein Upgrade macht in seiner Spirit Lodge? Shaman Master Training. Geil. Das wird gleich richtig eklig werden, wenn dann Bloodlusted Blade Master mit plus 23 Schaden und 2 Gloves of Haste rumläuft. Also mit Kodo Aura, dann wird das echt kein Spaß, glaube ich. Ja, und vor allen Dingen Torrent Totem. Genau, und hier oben werden auch nochmal richtig viele Tower hochgezogen von Infi. Das sieht der Blade Master aber. Und die muss er eigentlich abreißen, weil er kann Infi nicht erlauben, auf eine zweite Exit zu kommen. Aber diese Tower machen halt schon ein bisschen Schaden. Jetzt kommt hier direkt die Healing Wave rein. Kann er, ja, Spirit Link ist eh schon drauf, genau. Und Infi sagt sich: Gut, reißt du mal meine Tower ab, ich gehe hier mal ein bisschen mein Paladin leveln. Eine sehr gute Idee, denn mit dem Heal, den wird er, glaube ich, brauchen. Ja, ich denke auch. Also der Hero-Focus ist einfach zu stark, vor allen Dingen der Level 6 Blader. Gucken wir uns den einfach mal an. Plus 23, inklusive noch der Scorch Bone Shimes. Das ist einfach zu krass. Da wird der Archmage einfach fallen wie die Fliege, dann noch Hex dabei und so weiter. Also da ist ein Heal auf jeden Fall angebracht. Wird jetzt wahrscheinlich auch relativ schnell Level 2 werden, der Paladin. Müsste aber meiner Meinung nach dann seine anderen Helden zurückziehen. Denn Archmage macht, zieht er zurück. Staff of Silence hier gefunden. Im Beastmaster lässt er noch da. Möchte den auch noch höher creepen. Ja, da Level 4 natürlich eine schöne Sache für Level 2 Quibbies und Level 2 Hawk. Der macht nämlich schön Magic Output. Jetzt haben wir hier Shadowhunter auch schon auf Level 5,5. Also der nächste Kampf, da freue ich mich schon richtig drauf mit den ganzen Ultimate. Ja, das Item aber richtig böse, ne? Staff of Silence gegen den Shadowhunter. Wenn der mal den Blader unbedingt heilen muss mit einer Healing Wave und du dann den Staff of Silence zünden kannst, oh, das ist halt schon richtig übel. Ja. Quasi eine halbe Draw Ranger hier auf dem Human. Wem hat er jetzt den Staff übergeben? Ach, dem Archmage, okay. Jetzt wird hier erstmal weiter gecreept und Like nennt sich so, nee. Ende Gelände. Hat jetzt auch den ersten Schamanen dabei, aber da war wohl Bloodlust auf Autocast. Denn er hat hier einen Grunt und einen Spirit Walker mit Bloodlust. Das war wohl nicht gewollt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und Infi wird hier die nächste Base hochziehen. Und zwar auf der, ja, was ist das? 4 Uhr Startposition. Ja, da werden hier die ersten Tower errichtet. Und Like währenddessen mit den ersten Tauren im Bau und das Spirit Walker Master Training, um und natürlich die Tauren wiederzubeleben. Und dem Pitlord. Bitte was? Und dem Pitlord. Oh, ja. Tatsache, richtig, richtig geil. Also der hat keinen Bock auf die Tower, wird jetzt hier immer schön mit Rain of Fire in die Tower reingehen wollen. Mit dem Wirbelwind natürlich auch super geil. Der will jetzt hier schön Druck machen auf die Echse, will auf jeden Fall vermeiden, dass noch eine zweite Echse hochgezogen wird. Jetzt geht's hier auf die Tower, sehen wir gleich mal, da kommt der Rain of Fire richtig schön in alle Tower rein, in die Caster, die bewegen sich da auch gar nicht weg. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Tauren jetzt hier auch schön geblattlastet vorne drin. Jetzt hat er sich aber, glaube ich, gerade selbst sein Blattlast weggedispelt, muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viele Raider verliert. Alle 3 Raider geslowt. Aber Infi traut sich einfach nicht raus. Ist auch klar, der kann sich jetzt hier nicht umdrehen. Sobald er zu weit raus ist, kommen die Ensnares geflogen, kommt das Hex geflogen, wenn man das so sagen darf. Und deswegen dreht sich Like jetzt einfach um und macht's wie gerade, geht jetzt hier in die Mainbase von Infi. Sieht jetzt hier noch einen Knight, der mittlerweile gebaut wurde. Der wird sofort gefokust. Jetzt geht's hier auf die Blacksmith. Also, gute Entscheidung von Like, mal wieder das Gleiche zu machen, wie es gerade schon getan hat. Wir gucken mal einmal die Supply-Zahlen. 66 Supply gegen 80 Supply beim Ork-Spieler. Joa. Das ist einfach so übel, wenn da diese überdimensionalen, fast schon wie Dota-Helden aussehenden Org-Units auf deine Base einhauen. Und wenn das dann halt noch Tauren und ein Blade Master sind, dann ist das Ganze nochmal ein bisschen übler. Infi bewegt sich jetzt allerdings wieder von seiner Natural weg, aber seine Mainbase scheint ihn auch nicht so wirklich zu stören, wenn da ein bisschen was kaputt geht. Er hat übrigens die ersten Mortars mit am Start. Ich glaube aber, dass du es schon erwähnt hast. Die sind natürlich richtig gut gegen Schamanen und Spirit Walker mit dem Siege Damage, aber er traut sich noch nicht wirklich rein. Was macht er denn da jetzt? Achso, er will sich erstmal ein bisschen den Platz freischießen. Das ist richtig cool, denn er kann jetzt da mit dem Mortar-Team reingehen und dann von da hinten draufballern. Richtig schöne Idee von Infi und da schießt das Ding auch schon. Und gegen den Ork, der halt fast nur Melee-Units hat, ist das halt eine richtig gute Idee. Und jetzt kommt er auch von hinten rein. Der Hawk wird gesammelt.
Squilbies und Water and Mantle werden wahrscheinlich gleich folgen. Der letzte Tower hier allerdings von Infi wird auch angegangen. Und dann steht ihm im Prinzip nichts mehr im Wege. Jetzt muss er hier schauen, dass er noch irgendwie rauskommt. Wird hier noch ein Splitwalker... Nee, richtig schön nochmal in die Astralform gemorpht. Und direkt das TP-Out, im Prinzip nichts verloren. Guter Move hier von Like. Ja, auf jeden Fall. Und während das alles passiert ist, hat sowohl Infi seine Echse hochgezogen, als auch Like die Echse angefangen. Nämlich auf der ursprünglichen Position hier eine Natural Expansion von der links unten Startposition. Und Infi auf der recht unteren Startposition. Also die Echse läuft jetzt hier, damit ist die zweite Echse hoch. Und Infi ist damit auch noch nicht ganz raus aus dem Spiel. Also dieses TP zu ziehen war hier auf jeden Fall nötig, um ein bisschen mehr Zeit zu schinden. Der Ork konnte da auch auf gar keinen Fall kämpfen. Die Position einfach viel zu schlecht. Der Hawk scoutet hier jetzt die Armee, wie sie wieder zurück in die Base des Human läuft. Supply-Zahlen checken wir nochmal, 62 Supply, immer noch zu 80 Supply. Die Mortars schießen jetzt hier auf die Raider drauf. Oh, richtig schöner Wirbelwind. Steht jetzt hier in dem Arcmage drin, steht in den Castern drin. Der tipiert sich natürlich sofort raus, also keine Chance gehabt. Tipiert sich sogar zur zweiten Echse. Also die Base ist auf jeden Fall down. Das ist halt bitter, weil jetzt hier sein Tier-3-Gebäude nämlich fallen wird, also das Castle fallen wird. Und damit kann der keine Tier-3-Buildings mehr bauen. Ja, das ist korrekt. Ah, was ein Bladestorm da gerade. Also das war richtig schön. Und jetzt geht's hier wirklich aufs Castle. Das wird hier fallen. Was mir gar nicht gefällt bei Infi, der eine Tower an seiner zweiten Echse steht halt in der Peasant-Line drin. Und jetzt musste er einen Peasant mehr reintun, damit quasi der Speed von den Workern noch einigermaßen passt und er quasi da jetzt nicht Income verliert dadurch, dass er so ein bisschen Fail gebaut hat. Muss er ein bisschen mehr Tower Defense spielen beim nächsten Mal. Aber Infi bewegt sich jetzt auch zur Echse von Like hoch. Schauen wir mal, TP ist aber am Start für den Ork-Spieler. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wenn jetzt hier allerdings auch noch die Echse fällt, dann wird das langsam zum Problem für Infi, denn dann hat der einfach irgendwann kein Income mehr. Ich bin gespannt, ob er sich gezwungen fühlt zu teleportieren. Ich meine, das sind halt drei Mortars dabei für den Human. Normalerweise sagt man ja immer, ja, Human sind jetzt nicht die, die halt so schnell eine Base einreißen. Aber wenn da halt drei Mortars mit am Start sind, dann geht das halt richtig schnell und das TP ist jetzt an der Stelle eigentlich auch schon zu spät und das sieht Like auch ein, wird die Base wohl down gehen lassen. Hier links oben, die Echse wurde gekickt von dem Thunderhawk, glaube ich. Ja, Like hat jetzt hier keine Echse mehr, hat auch, ja, er hat aber noch genügend Gold und wird jetzt erstmal versuchen, die Town Hall zu finishen und dann bin ich gespannt, was er macht, denn Infi baut hier gerade wie ein Weltmeister Tower und Farms an seiner dritten und letzten Echse, weil die muss er auch saven und rennt jetzt erstmal in die Mainbase des Ork-Spielers. Der muss sich da eigentlich TPen, denn ich weiß nicht, also das sind halt 3-7 Tower im Moment. Aber wenn er die anderen halt abgehen lässt, dann werden es halt noch mehr. Ich bin gespannt, was er hier macht, ob er jetzt das TP zieht oder nicht, aber eigentlich muss er es ziehen. Ja, aber die Tower sind noch nicht hoch, also es kommt da noch relativ zeitig. Sind ja, gut, es sind ja nur 7 Tower, die hier stehen. Mit dem Rain of Fire, der ungefähr jetzt gar nichts macht. Jetzt muss Infi nämlich teleportieren. Ich bin mal gespannt, wie Like da reagieren wird. Wird wahrscheinlich, er hat keinen Mana für den Windwalk und kriegt hier ja nicht mal mehr den Tower runter. Richtig schlechte Position für den Ork-Spieler. Die Mortars stehen hinten drin, fokussieren die Caster und die Kodos. Der Raider wird jetzt hier auch nochmal angegangen, aber Big Bad Voodoo, oh, richtig, richtig geil gemacht. Also ganz, ganz starke Entscheidung. Der Shadowhunter muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber der kann sich ja natürlich gleich auch noch healen. Hat noch eine Scroll of Healing im Inventar und ein TP. Also richtig geil gemacht. Für die schlechte Position muss jetzt hier aufpassen. Genau, da kommt die Healing Wave und jetzt steht der Blademaster nämlich in den Castern drin und da hat sich das ganze Blatt nämlich auch gewendet. Die Raider entsnären jetzt hier richtig schön. Der Blademaster hackt da drauf auf den Priest. Der wird zwar geheilt, geht aber trotzdem sofort down. Der Pitlord geht down. Oh, den Pitlord, das habe ich nicht gesehen, sorry. Aber alles geblattlastet und der hat auch nur noch einen Priest, um hier zu dispeln. Und das reicht dann einfach nicht. Die Kodo könnte jetzt hier vielleicht nochmal so ein Quibis fressen. Und da kommt nochmal ein Healing Wave und auch nochmal eine Heilung vom Paladin durch. Das sieht aber hier ein bisschen besser aus für den Ork-Spieler. Vertreibt den Human-Spieler jetzt hier raus. Jetzt geht's hier nochmal auf den Arc-Mage. Der hat kein TP, der wird vielleicht nochmal geheilt. Kann der nochmal geheilt werden? Nee. Ah, da geht der down mit einem Critical Strike oder Windwalk. Geht da der AM down und der Pala wird vielleicht auch gleich noch down gehen. Ich weiß nicht, ob er eine Angstblase hat. Der Beastmaster wird jetzt hier fokussiert. Also, oh, aber der verliert da relativ viel. Verliert da noch einen Raider, ja, noch einen Grunt. Aber mit dem Blademaster bleibt der da jetzt einfach drin. Und wird jetzt hier einfach durchsnatchen auf dem Beastmaster. Das interessiert ihn gar nicht. Guck dir den Attack Speed an.
und Critical Strike einer nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob du das eine Video kennst, wo diese koreanischen / chinesischen Caster ausrasten. Das hätte hier auch wunderbar gepasst. Also der Blade Master ist einfach so eine Maschine. Was der da gerade mit dem Beastie Boy gemacht hat, geht halt auf keine Kuhhaut mehr drauf. Aber Like hat richtig viel verloren. Hat jetzt noch 25 Supply. Infi auf 19 Supply. Also viel haben die beide nicht mehr. Die Heroes sprechen natürlich. Aber ja, der Human hat halt noch eine Base, wo er minen kann. Und da stehen noch immer 6 Tower, ein Paladin, 3 Mortars und ein Priest. Was ist mit dem Archmage? Ah, er hat sogar noch ein Altar, also er könnte den Archmage wiederbeleben. Ja, aber hat er das Gold dafür? Er hat kein Gold. Ja. Und was halt richtig bitter ist, wenn ich mich... okay, Like hat jetzt irgendwas verkauft, um jetzt mehr Gold zu haben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ihm fehlte gerade 2 Gold, um eine Echse zu bauen. Das ist halt richtig, richtig bitter. Musste dafür jetzt ein Item verkaufen. Ich versuche gerade... Ja, eine Glass of Ace. Ah, okay, eine Glass of Ace. Gut, bei... ist jetzt nicht so schlimm, wenn man dann noch Bloodlust hat. Hat jetzt hier eine Tiny Great Hall sich gekauft, zieht die sofort hoch. Also er weiß, er muss da schnell reagieren. Und er findet jetzt übrigens einen Pendant of Energy, den Infi vorhin hat liegen lassen. Oh mein Gott. Und das könnte spielentscheidend sein, wenn man nämlich jetzt plötzlich einen Shadowhunter mit 810 Mana rumlaufen sieht. Der haut halt nach ein Hex und eine Healing Wave nach der anderen raus. Ja, definitiv. Allerdings hat auch Infi jetzt genügend genügend Gold gesammelt, um sein Archmage wieder zu beleben. Der Schredder von Like hat hier gerade eine Farm kaputt gehauen. Richtig cool. Und jetzt bin ich mal gespannt. Like hier mit einem Tauren und seinen beiden Heroes wollte dann nochmal ein bisschen vorbeigucken. Ich denke, er sollte jetzt einfach Blader und Shadowhunter hochheilen, Mana tanken und dann einfach mit Bladestorm nochmal richtig schön durchfahren. Er braucht auf jeden Fall das Mana auf dem Shadowhunter, um den Blader zu heilen. Er reißt jetzt erstmal Infis normale Mainbase ein, sag ich mal, die er am Anfang vom Spiel hatte. Und Like muss jetzt erstmal warten, bis er halt wieder Gold sammelt, aber das dauert natürlich jetzt relativ lange mit nur einer Base, aber ja, wirklich viel anderes kann er nicht machen. Er geht jetzt natürlich auch auf den Altar of Kings, aber den kriegt er, glaube ich, nicht schnell genug down. Ah, doch, der Archmage wird abgebrochen. Hat er so viel Gold, dass er ihn wieder kaufen kann? Ja, hat sich gerade in der Mitte zurückgekauft. Guck mal, hat sogar noch 300 Gold über. Also da, das sieht halt schon relativ stark aus, was Infi macht. Aber der campt jetzt einfach, weil der natürlich keine Producing Buildings mehr hat. Und der weiß, sobald da der Blade Master mit dem Wirbelwind reinkommt, ist einfach Ende Gelände. Und andererseits, Like weiß auch, dass Infi da rumcampen wird. Und reißt eben deswegen jetzt hier die restliche Base ein. Das macht er eigentlich ganz gut. Nimmt jetzt hier auch nochmal die Farms mit, um irgendwie zu unterbinden, dass da überhaupt irgendwie nochmal was passiert. Jetzt baut Like sogar den nächsten Tauren. Und schauen wir mal eben, Schamane nicht, sondern ein Spirit Walker gegen das Slow. Auch keine schlechte Entscheidung. Ist mittlerweile auch Master, kann er so einen Tauren sogar wiederbeleben. Gar nicht so schlecht. Und Infi baut jetzt hier einen Gyrocopter. Wahrscheinlich, um ein bisschen scouten zu können. Ich denke nicht, dass er hier Mars-Gyros gehen wird. Sondern eher, um zu schauen, wo hier die ganzen Echsen sind. Denn das wird jetzt spielentscheidend sein. Wer als erstes die nächste Echse hochbekommt oder wer als erstes seine Echse verliert, das ist dann einfach spielentscheidend. Infi, you sneaky little bastard. Das macht er nämlich die ganze Zeit schon mit seinen Mortar-Teams, mit dem Flair. Scoutet er die ganze Zeit schon, wo die Echse ist von Like. Und die Flying Machine dient jetzt quasi nur dazu, um quasi noch einen fliegenden Map-Hack zu haben. Er weiß von der Echse von Infi. Und er schickt jetzt da auch wieder will einen Quillbeast hinschicken, aber der Blader hat's gescoutet und wird's wahrscheinlich jetzt dann auch kurz mal kaputt machen, währenddessen Like hier wirklich weiterhin die Buildings von Infi kickt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil er kriegt halt die ganze Zeit Gold dafür, zumindest so ein bisschen durch den einen Raider, weil er hat ja Pillage. Ich weiß nicht, Tauchen gehen glaube ich nicht, nur Grunts Raider, ne? Doch, Tauchen auch. Grunts, Raider Tauchen und Tauchen. Auch, ne? Ja. Also das macht schon Sinn, aber ja, jetzt kommt das eine Quillbeast tatsächlich da durch. Das hat er auch einfach 500 HP. Aber da stehen ja zum Glück Tower. Da wird er jetzt nicht allzu viele Pions verlieren, wenn er überhaupt einen verliert. Die Tower-Range einfach viel zu krass. Jetzt geht's ja auch auf den Workshop, also keine weiteren Flying Machines, zumindest hier für den
Human. Der finisht jetzt hier noch so einen kleinen Creep. Und ansonsten, ja, ist das relativ viel Standfußball hier, was der Human betreibt. Der techt jetzt hier sogar nochmal die Town Hall. Ja, muss er ja. Er kann ja, sonst kann er keine Buildings bauen, zumindest keine Tier-2-Buildings. Er hat alles verloren, deswegen eigentlich eine ganz gute Entscheidung gewesen, von Dyke da alles zu zerstören. Der muss jetzt erstmal techen, dann kann er wieder hier ein Arcane Sanctum oder was auch immer bauen. Bekommt jetzt hier sogar nicht mal die Tower an seiner nächsten Echse hoch. Like snatch jetzt hier einfach den Peasant weg, haut den zweiten Tower auch noch um. Also das macht er ganz gut hier, scoutet schön, versucht irgendwie zu vermeiden, dass hier irgendwo noch eine Echse hochkommt. Und wenn man sich jetzt mal die Armee vom Ork anschaut, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Der erwischt in der Mitte sogar den Gyrocopter, den richtig nervigen. Also der ist jetzt auch Geschichte und hat Like ganz cool einen Troll Witch Doctor gebaut, mit dem er jetzt hier auch die Sentries auf der Map verteilt. Der will einfach den Überblick haben, was der Human macht, ist aber recht unspannend, wie du gerade schon gesagt hast. Der steht einfach in seiner eigenen Base und towert sich jetzt nicht ein, sondern farmt sich ein. Ob das die bessere Entscheidung ist, lasse ich mal dahingestellt. Ja, ja, das mit dem Witch Doctor wollte ich dir gerade eigentlich sagen, aber das ist genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Dir entgeht einfach gar nicht. Infi hier auch so ein bisschen ein Holzproblem, deswegen lässt er sich jetzt hier mit einem Zeppelin auch einen Schredder einfliegen lassen. Aber Like denkt sich so, nö, jetzt ist es genug und macht hier den Go auf die Human Base. Ich bin mal gespannt, ob es reicht mit seinem Blader. Das Mana auf dem Shadowhunter ist halt fast unendlich, das ist einfach so krass. Nächste Healing Wave und die Tower, hier fällt einfach einer nach dem anderen. Thunderhawk wird hier nochmal beschworen. Ein Board Elemental ist mit am Start, aber sofort das Dispel von den Spiritwalkern. Die chillen hier einfach in ihrer Astralform. Das stört die alles gar nicht, was hier so passiert. Und jetzt ist auch quasi der letzte Block gefallen. Der Blader ist hier in der Base mit Bloodlust unterwegs. Direkt die Criticals. Oh mein Gott, was er mit den Mortar-Teams macht, ne? Aber es geht hier auf den Blader. Und der Blader ist so ein bisschen Bedrängnis. Wo bleibt die nächste Healing Wave? Die muss jetzt eigentlich dann bald mal kommen. Jawohl, da ist die nächste Healing Wave auch. Die Tauren stehen hier vorne drin mit Pulverize, hauen hier echt guten Schaden raus. Und das nächste Mortar-Team kriegt hier allerdings nochmal ein Holy Light ab. Aber der nächste Critical, die Healing Wave geht hier nochmal durch. Und das sieht halt gar nicht gut aus für Infi. Die Tower retten ihm hier das nochmal so ein bisschen. Die Tauren werden einfach die ganze Zeit wiederbelebt durch die Spirit Walker. Das ist einfach viel zu krass. Deine Spirit Walker kriegt kein Heal ab? What? Ja, es hat das genau so bisschen gesprungen, dass es halt nicht gepasst hat. War ein bisschen ärgerlich eigentlich. Und Like muss sich jetzt hier halt zurückziehen. Er kann einfach nicht in den Tower ankämpfen. Das ist schon ziemlich krass. Die Tower da hinten auch ganz, ganz stark gebaut eigentlich. Da lohnt es sich nicht, Go drauf zu machen. Die hauen dadurch aber auch übelsten Damage raus. Andererseits hat Like jetzt seine Echse. Er hat immer noch einen Supply-Vorteil. Aber Infi ist ja auch nicht dumm. Der denkt sich ja, dann Echse ich halt einfach auf der Insel. Was soll das denn? Creept jetzt hier die drei Dragons in einen Level 10 Dragon. Auch wenn er da wahrscheinlich ungefähr drei Viertelstunde für brauchen wird. Schauen wir mal. Level 4, Level 4 und Level 3 auf seinen Helden. Und das ist, glaube ich, so ungefähr die letzte Chance. So ein Mortar-Team wurde hier sogar gefuttert von dem dicken Dragon. Baut jetzt hier schon die Echse. Die wird die sofort angegangen? Ich weiß es nicht. Ne, der rote Drache, der entscheidet sich mal so, mal so. Jetzt kriegt er hier... Was ist denn da los mit dem? Ja, jedes Mal, wenn er quasi baut, wechselt der Red Dragon den Fokus auf den... Weil er quasi ja da noch ist, weißt du? Ja, ja, okay. Ich meine, du fändest das auch nicht so cool, wenn du zu Hause bist und einer baut halt in deinem Garten irgendwie seine Hütte. Ich glaube, da würdest du auch ein bisschen ausrasten. Der Drache hat halt echt das Mortar-Team gemauert, Mann. Ich fass das einfach nicht. Das ist halt so schlecht, was Infi da gerade gemacht hat. Aber gut, es kann halt passieren. Und Like denkt sich so, keiner zu Hause? Dann werde ich da jetzt mal nochmal reingehen. Der Pitlord ist wieder mit am Start. Hat er genügend Gold gehabt, endlich. Und der Shadowhunter hat einfach 730 Mana. Und das Ulti vom Blader müsste ab sein. Mana ist auf jeden Fall da. Er rennt hier direkt rein und da kommt direkt der Bladestorm. Der Human kommt hier wieder zurück von der Insel. Aber wird das reichen? Der Tower da vorne fällt halt. Ah, Repair nochmal. Nee, der Tower geht down. Fast Level 8. Jetzt Level 8 für den Blademaster. Und jetzt müsste doch eigentlich hier reichen.
um die Base zu brechen oder auch nicht. Das wird sich jetzt hier gleich zeigen. Die Tower da hinten machen, wie du gerade angesprochen hast, schon richtig guten Schaden. Aber jetzt geht's ja auf den Paladin. Nochmal ein Critical drauf. Hex, Ensnare, alles drauf. Und jetzt fokust der hier einfach die Heroes durch. Jetzt geht's auf den Beastmaster Level 4. Der wird nochmal eingeladen in den Zeppelin. Aber der Zeppelin kriegt einen Perch-Up Critical und der Zeppelin fällt. Und da kommen die ganzen Heroes wieder auf den Boden. Der Beastmaster ist halt dann auch gestunt durch den Fall aus dem Zeppelin. Was ist denn da los? Jetzt geht's hier nochmal drauf. Big Bad Voodoo vom Shadowhunter. Und jetzt geht's ja auf den Archmage Critical. Ja, brauche ich gar nicht mehr weitercasten, um das mal mit Takes Worten zu beenden hier. Das muss es gewesen sein. Das ist es gewesen. Infi gewinnt hier das Spiel nach 42 Minuten auf Twisted Meadows. Ja, kann man eigentlich sagen, ganz nettes Spiel. Es war relativ lang, 42 Minuten, eins der längeren Spiele, die wir so bisher gesehen haben. Und ja, also hat schon Spaß gemacht. Am Ende zog sich dann doch ein bisschen, aber ich denke, es passt schon gut in die 100 besten Replays aller Zeiten. Deswegen, da will ich gar nicht meckern. Schön gespielt eigentlich von beiden. Am Ende war mir Infi ein bisschen zu passiv, auch wenn klar war, der konnte halt nicht viel machen. Aber er hat sich irgendwie mit seinem Schicksal abgegeben und dann war ja irgendwann auch klar, jetzt mit dem Level 7 Blade Master, mit Bloodlust, mit einem Orb of Lightning, plus 9 Claws, plus 6 Claws und so weiter und so weiter. Da war dann irgendwann klar, ja, der Human kann einfach nicht mehr gewinnen. Ja, ich denke, dass das Replay halt vor allem wegen den Orc Ultimates in dem Top 100 ist, weil gerade Big Bad Voodoo so effektiv eingesetzt, sieht man es nicht oft. Das muss man einfach sagen. Und das hat einfach richtig gut den Unterschied gemacht. Und ja, Like hier definitiv auch den Win beschert, denke ich. War ein schönes Game auf jeden Fall. Dank Close Posey auch, ja, im Prinzip Non-Stop Action. Ja, hat mir sehr viel, sehr gut gefallen, muss ich sagen.